Ja, es gibt drei gute Sachen, aber ich werde nur eine davon nehmen. Einmal hier für mehr Ertrag aus dem Weltraumbergbau und einfach mehr Geld und Wirtschaft und Beute. Sehr gut. Dann... wo war das andere? Das hier. Es macht nur einen Punkt... Oh. Komm schon. Es macht nur einen Punkt Untersuchung, aber es gibt halt die Mission Ratsmitglied Untersuchung. Damit könnte Duck ein bisschen helfen, feindliche Agenten aufzudecken. Also nicht zum irgendwie töten oder sonst irgendwas, sondern einfach nur aufdecken, wer es wäre. Da braucht er auch keine Punkte für. Es geht doch nicht, schlägt doch nicht fehl oder was auch immer. Und das können wir hin und her schieben und so kann das jeder mal haben. Das ist sehr verlockend, das jetzt zu machen, wo ich gerade Leute suche, nämlich von den Exodus. Aber mit Bergbau, dann könnten wir da noch mehr rauskitzeln. Und es gab noch eine Sache, die uns... Ja, hier, zwei Punkte mehr überzeugen. Das bräuchte er eigentlich für seinen Job, sozusagen. Aber ich nehme das. Ja. Okay. Dann... Was haben wir hier noch? Eine Sonde wurde losgeschickt, noch mehr Sonden wurden losgeschickt... Eine Alien-Flotte wurde irgendwo gesichtet, ist in Ordnung. Zuweisen, weiter. Offering Support. Wir haben Pflanzen zu verbrennen. Hydrokulturanlage. Das kommt dann hier nach irgendwo. Will come to our side. Das kannst du länger Violence machen. Is abating. Das kannst du länger machen. Public sentiment is increasingly with das us. Kannst du länger machen. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade in einer Ruhephase, wo nicht wirklich viel gemacht werden muss. Ich bin fast versucht, off-camera weiterzuspielen. We are in control now. Aber da bin ich sehr zwiegespalten. Weil es passieren ja interessante Dinge zwischendurch, wie jetzt, dass wir einen Teil von dem Land hier uns geschnappt haben und so weiter. Aber an sich ist das nächste für mich persönlich wirklich interessante, sobald die Sonde auf dem Mars gelandet ist, damit wir gucken können, wo wir die Kolonien bauen können, wie viele Ressourcen wir da kriegen, wie viel Boost wir überhaupt brauchen, ob wir vielleicht sofort was hinschicken können und solche Sachen halt. Aber das dauert noch ziemlich lange. So. Das heißt, die Einzige, die jetzt nicht durchgehend beschäftigt ist mit Alltagskram, bist du. Tux, du kannst mal kurz switchen auf Pflanzen vernichten. Kriegst sogar noch zwei Punkte dazu. Ente kann auch kurz Hände schütteln mit denen, aber nur zu gucken, ob die neue Projekte haben. Dem genau. Establishing contact. Ready to go. Und Your orders? Genau, er könnte jetzt auch suchen gehen. Warte mal. What's the up? Raketo, geh Hände schütteln. Ja. Und Duck untersucht lieber. What's the up? Irgendjemand. Ist doch prozentual abhängig, Mist. Dann hier bitte. Surveilling target. Reporting in. Das heißt, man kann so theoretisch gucken, wo die guten Agenten sind, richtig? Also die mit viel Security. Weil den, den wir jetzt gerade ausgewählt haben, der war recht leicht zu ermitteln. Das heißt, der hat keinen guten Security-Wert. Also wäre er auch leicht zu töten zum Beispiel. Okay. Alien-Zerstörer haben wir, Sucher haben wir, Händeschüttler haben wir. Du könntest weiter töten? Nein, ist kein Feind in Sicht. Dann... Wir haben immer noch 20 Punkte über, die sollten wir auch nehmen. Wollen wir jetzt das Spiel in Nigeria da weitermachen? Nee, wir schnappen uns jetzt mal die Alpenländer. Ja. Removing our enemies. Da bin ich für. Weil, ne? Teil der Europäischen Union. Komischerweise. Weil es halt Schweiz und Österreich ist und nicht nur die Schweiz. Und wir kriegen dann die Anteile von deren Ressourcen. Weiter.
Schrumpfende Wirtschaft in Uruguay. Die Wirtschaft in Uruguay ist so weit geschrumpft, dass die Nation einen von The Resistance kontrollierten Kontrollpunkt verloren hat. Ist. Making contact. Okay. It's no business of ours if you wish to throw your lives away. Ihr habt ganz viele Sachen, die wir uns nicht ordentlich angucken können, die ihr eh nicht verkaufen werdet. Wir schenken euch ein bisschen Geld. Großzüge handeln, wenn wir ihm alles schenken. Nein, wir schenken dir 300. Ich hoffe, das macht auch Unterschied, ob wir ihm 300 schicken oder ein 300 Handel abschießen. So. I will help them. Es springt nicht hoch auf befreundet oder was auch immer, aber das ist okay, das sollte trotzdem geholfen haben. Da ist nichts sonst, ne? Ne, okay. Wo verstecken sich die ganzen Exoditen gerade? Ich will doch nur erklären, was ich hier getan habe. Ich wusste nicht, dass ich euren Kontrollpunkt klaue. I have new information. Wen hast du gefunden? Da ist doch einer. Hi. Mit dir wird gleich Hände geschüttelt. Ob du willst oder nicht. Irgendjemand schickt zum Mars? Exodus-Projekt. Okay. Den haben wir. Ja, Ad Astra ist gleich durch. Nach Ad Astra. Orbitale für eine Zweierbasis. Und gezielte Weltraumforschung ist für bessere Forschungszentren. Mission zu äußeren Planeten wollen wir noch lange nicht. Nee, ich denke, Orbitale und Siedlungshabitate wären's. Naja. Was ist eigentlich mit der nächsten Stufe an Minen? Wobei, davon wurde mir abgeraten, dass die irgendwie nur 50% mehr Ressourcen bringen, aber doppelt so viele Punkte kosten oder so. Also wenn man keine Wahl hat, dass man irgendwo anders keine Mine bauen könnte, dann macht es natürlich Sinn. Aber da wir so viele, ne, Brocken hier um uns rumschweben haben, sollte es eigentlich immer eine Wahl geben. Weg damit, weiter. The LZ is secure. Sehr schön, verbrennt alles, gibt uns alles einen Booster für unsere Forschung. Oh. Das gibt auch 1% jedes Mal. Our people have taken control. Goodie. Zeigt mir mal. Wir haben noch einigermaßen Länder. Boost gefällt mir bei denen auch nicht. Das ist okay. Die, ja, die haben alle ziemlich viel Geld. Das heißt, die machen die Welt noch mehr kaputt als wir. Selbst die quote-unquote, wobei die Netten machen das nicht. Dass die alles ausbeuten, ist schon klar. Humanity First auch, weil sie halt eine Armee aufbauen wollen. Die, weil sie hier weg wollen. Okay, es gibt keine wirklich guten außer uns. Hm. Ja, nur halt die hier, weil, ja, die wollen die Welt erhalten, um halt als ebenbürtig darzustellen zu den Aliens. Kontrollpunkt verloren in Nicaragua. Ein Teil unseres Volkes reagiert nicht mehr auf unsere Kommunikation und wir haben erheblichen Einfluss auf die dortigen Ereignisse eingebüßt. Ist okay, war mir eh nicht wichtig. Das können die sich ruhig schnappen. Wir schieben langsam die Untertanen hier aus dem eurasischen Raum raus. Where to? Dark. Oder? Ne, warte, Tux hat jetzt nichts zu tun. Tux, geh Hände schütteln. Mit dem lieben Herrn Heru Irawan. Initiating contact. Danach kannst Ready for orders. Du... Where do you need me? Den anschauen. Investigating target. Und Polarwolf baut sich den an. Surveilling targets. Ihr seid in verschiedenen Gebieten, richtig? Richtig. Raketo? Wobei mit Polarwolf sollten wir vielleicht doch lieber weiter Sachen übernehmen.
I will tell our story. Wo könntest du dann Sachen flippen? Idealerweise von den Untertanen. Nirgends. Wir könnten Lagos, Nicaragua, Ratnagara. Oman, Äthiopien, Irak. Irak ist bei uns halbwegs in der Nähe, ne? Ja, schnapp den Irak. We're taking power. Einatmen zu drei atmen für 2000. Klingt gut. 0,05 Boost. Dann ist das andere, was wir hatten, vielleicht doch gar nicht so super schlecht. Das könnten wir Polarwolf zuschieben, wenn sie Punkte über hätte. Ja, gib ihr das mal. 2000. Ah, 3%. Raumfahrtprogramm, Boost, Missionskontrolle. Ertrag auf Weltraumback braucht 7%. Oh, das müssen wir nehmen. Ja. So, Bonus ist das wieder alles voll. Das bewahre ich mir jetzt auch, dass wir irgendwann von ihr den Marker darunter nehmen können. Das ist richtig heftig. Aber das ist auch gut so, weil sonst würde man halt nach und nach einfach alle Agenten töten. Und dann kann der Gegner fast nichts machen. Also es muss negative Konsequenzen haben, auch wenn es ein Ticken unrealistisch ist. Dass die ganze Welt jetzt weiß, wer das war und wo sie ist und alles. Du bist unser Kommando. Kommando vor... Und du bist Überzeugerling eigentlich. 15 Forschung. Ja, hau die 15 Forschung da rein. Und du bekommst Überzeugen. Ja. 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 Bestätigen. Achso, weiter. Reaching out. Hallo. Good luck saving the world. Just know that we have other plans. Wir hätten gerne, dass ihr uns wieder mögt. Können wir euch da irgendwas anbieten? Monatliches Einkommen von besserem, was auch immer. Ein großzügiger Handel, ich akzeptiere. Und einfach nur so. Und du kriegst sogar einen davon. Gibt es noch was Höheres als großzügig? Nee, ne? So, mögt ihr uns jetzt wieder? Yes! Toleranz! Freundschaft erfolgreich gekauft! Sehr gut! Offering Council! Das sind wieder irgendwelche Planetoiden oder Kleinstkörper, die sind weit weg. Wenn jetzt irgendwann mal plötzlich aufploppt, dass auf dem Mars oder so eine Kolonie gegründet werden würde, dann würde ich sehr schnell hellhörig werden, weil es halt im inneren Sonnensystem ist. Aber alles im Äußeren können wir eigentlich ignorieren. Es zeigt uns halt nur, dass sie immer noch fleißig am Expandieren sind. Und das sollte ein Schneeballeffekt werden. Weil je mehr Minen sie haben, desto mehr Ressourcen sie haben, desto mehr Ressourcen sie haben, desto schneller können sie neue Kolonieschiffe bauen und ja. Bin echt gespannt, wie wir das später kippen sollen, gegen die Anzustänkern. We'll be ready for new orders soon. Du hast einen Untertan gefunden. Lass ihn töten! Nein, der hat Security 7, den werden wir nicht töten können. Außerdem haben wir niemanden, der töten kann, weil Polarwolf ganz viele von den Spionagepunkten jetzt verloren hat. Since humanity's earliest days, we have marveled at the mystery above our heads. With childlike wonder we strove to understand it, yet still its truths elude us. So now, we must go forth into the mystery. Director Khalid al-Ashghar, letter to his father. Genau. Der technische Fortschritt allein kann eine Spezies nicht verändern. Wir müssen auch unsere Ambitionen drastisch steigern. Wenn die Menschheit wirklich aufsteigen will, muss unsere gesamte Kultur aktiv eine Zukunft weit jenseits der Erdatmosphäre anstreben. Sogar unsere Bildungssysteme sollten darauf ausgerichtet sein und unseren Kindern nicht nur die Geschichte der Raumfahrt, sondern auch ihre unermessliche Zukunft vermitteln. Wenn Wissenschaft und Mathematik früh eingeführt und immer wieder hervorgehoben werden, wird die Menschheit den Weltraum mit der Zeit nicht mehr als die letzte Grenze sehen, sondern nur als die nächste von vielen.
Und das ist jetzt Stufe 2 Raumstation und Stufe 2 Kolonien. Und wir haben das gemacht, also können wir uns jetzt aussuchen, wie es weitergeht. Best-Kernreaktorsysteme oder Siedlungshabitate? Ich glaube Siedlungshabitate, damit wir vor Ort halt Menschen haben können. Mission zu den Asteroiden. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Weil momentan schielen wir ja in Richtung Mars. Wir werden der Erste sein mit einer Probe da. Und danach dann halt Phobos und Deimos, wenn da gute Sachen sind, wo wir da nicht mit der Probe die Ersten sind. Dann suchen wir uns da die guten Spots und markieren die. Und das dauert eine ganze Weile. Also ein Jahr oder was, oder ein halbes Jahr, da was hinzuschicken. Wenn wir jetzt die Mission zu Asteroiden freischalten, dann könnten die anderen Fraktionen sehen, die Blauen, die markieren da ja schon so viel und die schnappen sich das gute Zeug, also nutzen wir lieber unseren Boost und fliegen zu den Asteroiden. Und dann klauen die uns da bei den Asteroiden das gute Zeug, weil wir keinen Boost über haben, weil wir es auf dem Mars gelassen haben. Also nein, das sollten wir nicht erforschen und auch hoffen, dass kein anderes demnächst erforscht. Wir machen stattdessen Festkernreaktorsystem, das ist ein Nuklearantrieb. Oder, also entweder eine Energiegewinnung oder ein richtiger Antrieb, da bin ich mir gar nicht sicher. Wobei es ein Reaktor, also Energiegewinnung. 5000. Wollen wir vielleicht was Schnelles kurz machen? Nee, schnell heißt, dass die anderen was Falsches nehmen könnten. Was ist mit... Macht die Siedlungshabitate, ne? Ja, komm. So. Dann nehme ich auch mal einen Punkt raus. Oh ne, wobei wir sollten es verteilen, ne? Ja. Bei einem von dem könnten wir es rausnehmen. Richtig. Und dann lassen wir das so. Ich würde ganz gerne eins davon hier boosten, den. Das schnell abschließen. Damit wir halt ein Objektiv freischalten, um irgendwelche Boni dazu zu bekommen oder Events zu triggern. Und unsere Fraktionen halt. Also die Hauptstory vorantreiben sollte eigentlich immer gut sein. Polarwolf hat jemanden getötet, den sie nicht hätte töten sollen. Jemand mit mächtigen Freunden und schlimmer noch, sie ist nicht ungeschoren davongekommen. Polarwolf ist nun als Racheziel markiert, ja, und wird jetzt unbarmherzig gejagt. Von Regierungsbehörden, die plötzlich neue Prioritäten setzen müssen, bis hin zu kleinen Kriminellen, die auf eine Auszahlung hoffen. Ihr Arbeitspensum für die Resistenz ist dadurch beeinträchtigt. Es muss etwas dagegen getan werden. Absolut. Bitte um Vergebung. Anbieten, Blutgeld zu zahlen. Muss den Tod vortäuschen. 58%. Wenn sie Krieg wollen, sollen sie ihn bekommen. Du verstehst das nicht. Polarwolf ist nicht von dir markiert, sondern du bist von Polarwolf markiert. Ergebnis freischalten, markiert, ein verlockendes Ziel, löst die folgende Wirkung aus. Die markierte Kampfereigniskette beginnt. Was? Was zur Hölle ist das? Ich will Polarwolf nicht verlieren. Wäre aber schön für Operationen. Wir spielen, um zu lernen, ne? Ja. Komm. Ich hoffe, das geht gut. Also wir sind immer noch Markt. Das ist schade. Das geht dadurch vielleicht irgendwie weg, weil sie jetzt ganz viel Selbstvertrauen bekommt und was auch immer. Aber nee. Das heißt, jetzt kommen noch ein paar mehr Events, die genau damit zu tun haben. Und vielleicht können wir da dann ein bisschen mehr rumtricksen. Ach, haben wir das verloren und nicht bekommen? Ich dachte, wir bekommen das. Was zur Hölle? Die Europäische Union unter Kontrolle von den Untertanen und das Vereinigte Königreich haben beschlossen, sich zu einer einzelnen Nation zu vereinigen. Ex-Brexit? Ja. Also noch schlimmer, die sind... Oh, viel schlimmer. Das ist nicht die Europäische Union, sondern es ist... Europa ist ein Land geworden.
und nicht mehr eine Gemeinschaft aus mehreren Ländern. Das kann in Frankreich anfangen und jetzt breitet sich das aus. Das heißt, die Untertanen wollen jetzt Europa haben. Das ist okay, dann stehen wir direkt vor deren Tür und können mal gegen anhalten. Damit kann ich sehr gut leben. Ich bin echt gespannt, was da passiert. Wir haben auch schon gleich Dezember. Das heißt, es dauert nur noch einen Monat oder was, bis die Sonne ankommt. So. Die Aliens haben in der Europäischen Union schneller Popularität gewonnen. Ja. Ja, ist mir auch aufgefallen. Weg. Ich würde gerne hier für Unruhe sorgen. Und meine Kontrollpunkte verbrauchen. Kannst du irgendwo was übernehmen von denen? Chile. Schnapp dir Chile. Removing our enemies. Standing by. Und alles, was nicht direkt zu uns gehört, machen wir einfach immer auf Kleptokratie. So. Das heißt, das lassen wir jetzt ausbluten. Das da drüben, was wir uns schnappen, lassen wir ausbluten. Das ist unser Erdorb, das lassen wir nicht ausbluten. Da sind nur ein paar Leute drauf. Oh. So. Dann. Was wollten wir noch machen? Das im Händeschütteln haben wir jetzt hier durch. Du kannst dich erstmal wieder verstecken. Hunkering down. Die Ente kann sich verstecken. At your service. Feindliche Übernahme. Eine Organisation eines gegnerischen Rats. Ach stimmt, das haben wir inzwischen. Oh. Oh ja. Es kostet nur Geld. Klau dem für 160 Geld. Targeting enemy orcs. Eine Organisation. Ready. Dadurch macht es definitiv noch Sinn, mehr rumzuscannen. Okay, wir sind dahingehend beschäftigt. Dann du bist noch einen Monat gesichert. Kannst schon mal hier wieder machen. Oder? Nee. Einmal noch. Töten. So. We must persuade the people. Bestätigen. Eine von Exodus Eros. Was zum Geier ist Eros? Hä? Moment mal. Warum? Ich dachte, wir können nur zum Mars jetzt was schicken. Wir mussten extra was erforschen. Ja, nach Nysa können wir nichts schicken. Warum können wir nach Eros was schicken? Und wo können wir das sehen, wo wir es hinschicken können? Ich bin verwirrt. Sonnensystem ansehen. Nein, ich würde ganz gerne irgendwie Innensystem Asteroiden. Das da wahrscheinlich, ne? Eros, Ganymed, Parthion, Don Quixote und Erik. Wo? Erik. Wie kann ich hier besser nach denen switchen? Zu denen hin switchen? Ha. Muss ich jetzt echt hier? Nee. Ich bin verwirrt. Können wir sonst. Ah, okay, hier. Da. Was bedeuten die verschiedenen? Die sind auf dem Weg, denke ich mal.
Prospection filtern. Ich sehe nirgendwo. Oh, hier. Eros. Eros. Erik. Kostet 1,4 Boost und dauert 216 Tage. 0,57. Das ist günstiger. Schießen wir da auch einen hin. Hat er jetzt automatisch gleich gemacht, ne? Wo war das Ding? Da ist die Erde. Klicken wir. Ah ja, haben wir. Das war unsere Nachricht hier, ne? 1. Dezember. Resistance hat einen Sonder abgeschossen. Zu diesem Klumpatsch. Gut. Also die Ansicht brauchen wir dann für die Zukunft. Dass wir immer sehen können, wo wir neue Sonden hinschicken können. Das sind sehr viele Sonden, die wir später schießen müssen. Also wenn wir irgendwann mal Boost über haben, wenn die Mars-Basen gebaut sind und wir noch nicht so stark vorbereitet in Richtung Merkur, dann hier überall hin Sonden ballern, dass wir dann die Ressourcen ausgleichen können, die wir noch nicht haben. So, aber jetzt haben wir noch gar kein Edelmetall, ne? Gut. Zurück zur Erde. Weiter. Jetzt könnte doch schon, ne, so eine erste Story-Mission zu dem Polarwolf-Ding triggern. Einen Monat später. Brennstoffzellen. Wähle eine Organisation aus, die du stehlen willst. Weltraumbergbau klingt gut, auch wenn es zwei Punkte sind. Einigkeit, nee. Du hast nicht so gutes Zeug. Nee. Ich glaube, ich stehe das da. Zwei Forschung ist gut. Ja. Bestätigen. Erfolgreich. Stopp. Können wir unserer Forscherin das zukommen lassen? Die ist schon ziemlich dicht gepackt. Ja. Das Geld könnte raus. Und dafür. Nee. Hier war schon richtig. Richtig? Einfach nur zwei Forschungspunkte. Ja. Das sollte eigentlich helfen, durch die Ratsdingens, dass denn hier langsam mal das ein bisschen in die Puschen kommt, was Forschung angeht in Russland. Außerdem hat der Feind das jetzt nicht mehr. Ah, sieht besser aus. Schön. Also nicht jetzt deswegen, sondern das kommt daher, dass wir auch die Prioritäten geändert haben. Wiederholen. Politische Spaltung. Die Opposition in Slowakei befindet sich im Chaos, was für die Regierungspartei eine Chance ist. Ein schwerwiegender Skandal in Verbindung mit einbrechenden Umfragewerten hat die Opposition dazu gebracht, sich untereinander zu bekämpfen, sodass die Regierungspartei fast unangefochten an der Macht ist. Die Regierung wird wahrscheinlich nur eine Politik vorantreiben können, bevor die Opposition den Wagen umkreist und wieder eine geschlossene Front bildet. Also, wir können die Demokratie verändern um 2. Ich hoffe, es ist in Richtung Demokratie. Verändert sich um minus 0,5. Nee, wir wollen plus Demokratie. Also das scheint wirklich das zu sein, was wir dann haben wollen, richtig? Ja, Zusammenarbeit und Anstand ist der Schlüssel. Bam. Wo ist die Slowakei? Hier, ne? In der Ukraine. Hier. Defizitäre Demokratie. 7,3. Ja, aber da alles andere ist nicht besonders gut. Ja, Deutschland ist eine volle Demokratie. Amerika wird keine volle Demokratie sein. Ne. Sehr schön. Ja, weil noch stärker kapitalistisch als wir. So,
Das kann alles weg. Weiter, weiter. Was macht unsere schöne Mars-Drohne? Was? Abschluss, 3. Februar war das erste. Das dauert noch. Ich dachte, ich könnte jetzt diese Folge noch schnell da was machen. Aber nicht wirklich. So, wir haben ein random Land geschnappt. Das darf bluten. Es werden mehr Sonden ausgeschickt. Sprunghaftes Verhalten von Machthabern. Wir erhalten Berichte über einen plötzlichen Meinungsumschwung einiger Machthaber in Nieder-Guinea. Es könnte sich dabei um einen Versuch der Aliens halten, dort einen Kontrollpunkt für die Untertanen zu sichern. Wir haben festgestellt, dass die Aliens jetzt in der Lage sind, nationale Institutionen zu infiltrieren, was von außen wie eine Säuberungsmission ausschaut. Hatten wir das nicht auch schon? Wir glauben, dass die Entwicklung der Wissenschaftseigenschaft unter unseren Ratsmitgliedern uns dabei helfen wird, dieses Phänomen zu verstehen und zu bekämpfen. Ja, ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Aber vielleicht, wenn das durch ist... Wer ist das damit gemeint, dass wir halt forschen sollen? Ich bin mir unsicher. Okay, dann... Wir haben was Neues zum Untersuchen. Wendu. Das kann Tux machen. We'll see what we can find. What's the op? Doug kann theoretisch weiterstehen. Und wir können die Sache einfach verkaufen und so können wir die indirekt. Vorsicht, gefährliche Eigenschaften. Also wenn wir erwischt werden oder wenn wir ihn töten, also könnte das halt ähnlich markiert auslösen wie der andere auch. Den weiter untersuchen? Wir wissen eigentlich schon alles von dem. Können wir dich nicht irgendwie flippen oder so? Ungültiges Ratsmitgliedsziel, unzureichende Untersuchung des Zielratsmitgliedsziels. Und untersuch ihn. Eyes on target. Ready for my mission. Und Polarwolf könnte. Oh, wir müssen noch Russland wieder sichern, ne? Das war doch Ende Dezember. Ja. Sicher mal die Heimatfront. Bestätigen.